Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit den YouTube-Kacke Adventskalender Folge 16. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich auf ein paar Folgen reagiere, das werde ich auch machen. Ich weiß, also ich werde definitiv, dativ, akkusativ nicht alle Folgen schaffen, aber ich werde versuchen, noch auf ein paar Folgen zu reagieren. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch gerne über Instagram oder über Twitter, würde mich mega freuen und Film ab! Megaman! Mit der Hilfe vom Feast-Profi wollen fünf Frauen heute ihren perfekten Adventsschanz vierten. Die richtige Mittelstechnik und das Feast-Profi. Ihre Tipps dafür können sie entscheiden. Vor allem, oh Scheiße, wenn schon wieder ist. Oh ne, es fängt schon wieder. Es fängt schon wieder übelst bescheuert an, ey. Ah, geil, das muss ich mir nochmal anhören, ey. Ah, geil. Mit der Hilfe vom Feast-Profi wollen fünf Frauen heute ihren perfekten Adventsschanz vieren. Die richtige Wickeltechnik oder stilvolles machst du. Ihren Tipps dafür bekommen sie in der Scheidenwerk. Oh, das ist geil. Oh. Werkstatt. Bis zu 4 Stunden dauert der Veredelkurs. Falsch machen kann man grundsätzlich alles daran. Weil jede kleine Handbewegung ist wichtig und man sieht es hinterher. Man muss schon so seine innere Ruhe finden, alles andere ausblenden und nur den Schwanz machen. Und den mit ganzem Herzen und ganzem Schmerzen. Lol, so geht's mit Exten und Koks. Fahrer Wagenknecht empfiehlt, den Schwanz nochmal extra zu umwickeln. Beim Feierwechsel klebt es nicht so an den Händen. Ich finde so, ich weiß nicht, wieso ich immer über so perverse Sachen lachen muss. Ich feier sowas echt. Ich finde sowas immer übelst cool, ey. Oh, geil. Der Furz krümelt nicht und der Schließmus hält besser. Zweiter Tipp: Der Profi benutzt einen Edelnoten, die Bilis, die ist robuster und haltbarer. Schwierig, dass man das nicht aus dem Blick verliert. Bei mir sieht man ja auch schon, ich bin hier ganz schmal und ich werde hier immer buschiger. Wahrscheinlich muss ich das gleich alles wieder aufmachen. Viel Zeit, Liebe und Arbeit stecken in Marcel Davids Arbeit. Arbeit macht sein. Denn bei einem perfekten Schwanz soll Marcel möglichst Davis, kein Ende. Marcel Davis wird echt überall wortwörtlich gefistet. Aber ich finde das. Das Video killt mich. Ah, oh, scheiße. Ach, nee. Ah, nee, ich finde immer die perversen Sachen sind immer die geilsten. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde sowas übelst cool, ey. Weil, ihr müsst euch einfach mal so vorstellen, ihr seid so irgendwie ein Adventskranz so zu machen. Also, ihr macht so einen Adventskranz. Also, ich würde die ganze Zeit so an übelst perverse, ich weiß nicht wieso, aber ich würde an übelst perverse Sachen denken. So, wenn man da in so einem Schuppen ist, und man macht da so einen Adventskranz, und stellt euch mal vor, der Anleiter macht dann so irgendwie, weil er zeigen will, so wie groß das Loch ist. Ich weiß es nie, aber ich würde ohne Scheiß, man könnte mich sowas nicht hinschicken. Ohne Mist, ich würde die ganze Zeit nur feiern, ey, wirklich nur feiern. Fand ich auch immer unsere, ich glaube, es war unsere Ethiklehrerin, mit der hatten wir auch Sexualkunde, die war da ein bisschen sehr offen, also wirklich sehr, sehr offen, so. Wir hatten dann öfters mal so das Gefühl, die zeigt uns das jetzt in der Praxis, also die war wirklich sehr offen. Und, aber wir hatten mit ihr auch normale Themen und die hat die Themen immer, also ungewollt immer so pervers erzählt. Da dachte ich immer, was reden wir jetzt? Reden wir jetzt von Religion oder reden wir jetzt hier von,
Ein Dreier. Also. Ende oder Anfang zu sehen sein. Hauptsache rund. Schließlich gilt er als Symbol für Unendlichkeit. Es wird automatisch die Anheimlung haben, dass man seinen Schwanz herausholt. Eine Plastiktüte schiebt, vier Kerzen drauf und sich einen und hat holt. Wiederverwendbar sind auch diese Alternativen wie Dieteln, Nüssen oder Zwiebeln. Sie werden einfach an den Fakus geklebt. Sodass man noch Materialien einsetzen kann wie diesen knackigen Arsch. Für die Kursteilnehmerinnen geht's jetzt ans Kurieren. Sie müssen sich entscheiden für die Scheiden oder Variante 2 für Die müssen sich jetzt entscheiden für die Scheiden. Das ist so bescheuert. Ah, Mann, mit sowas kann man mich immer holen, ey. Ohne Scheiß, mit sowas. Nee. Geht gar nicht. Ja, ich bin auch manchmal der Typ, der beim Sex lachen muss. Ich bin auch der Typ, der beim Sex am Ende einen High Five gibt. Ich bin halt so, sorry. Ich bin anders. Es tut mir leid. Das Vorzugteil. Der Kurs hat die Frauen überrascht. Sie wissen jetzt, wie viel Arbeit in einem Gut-Gut-Gut steckt. Ausdauer und Konzentration hat es gekostet, aber auch kreativen Mut, dass ein Adventsschwanz eben nicht immer rot sein muss. So's. Wenn man ihn umdreht, dann dreht, wenn man ihn umdreht, dann rutscht man lutschig. Länger halt der Hangel. Hier diese Parallelität zum im Kreisverlauf stimmt und dass hier diese Parallelität zum im Kreisverlauf stimmt und dass hier diese Parallelität zum im Kreisverlauf stimmt und dass das sieht aus wie ein großer Penisring. Nein, der passt nie bei mir. Hier diese Parallelität zum im Kreisverlauf stimmt. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nee, das Video hat mich gekillt, muss ich echt sagen. Das Video hat mich wirklich gekillt. Es ist wirklich so, das Video hat mich gekillt. Also, von Adventskalender muss ich jetzt sagen, wenn man einen Preis geben müsste, verteilen müsste, würde ich definitiv bis jetzt die Folge auf Platz 1 sehen, muss ich einfach sagen. Also, die Idee war halt so stumpf und so geil. Und die Situation halt einfach... mit Frauen und der Anleiter erklärt, wie man so einen Adventskranz macht, so einfach geil gemacht, also geil umgesetzt, hat mir gefallen. Guckt bitte bei ihnen vorbei, lasst ihm vielleicht ein Abo da und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, Dativ, Akkusativ, nee, jetzt habe ich meinen Spruch vergessen, ist doch egal, Mensch, tschüss.